Jetzt, wo wir Fackeln haben, fehlt uns, glaube ich, nicht mehr viel. Unsere Rüstung ist noch ganz. Wir haben Schwerter, wir haben Spitzhacken, wir haben Schaufeln. Wir haben Axt und Steinhoe, brauchen wir nicht. Wir haben Holz, wir haben unsere Werkbank und unseren Ofen. Wir haben Pfeile, wir haben Eisen. Eisen brauchen wir nicht, aber Kohle sollten wir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht so 32, den Rest können wir ja hier lassen. Zu essen brauchen wir jetzt erstmal wieder was. Das hier einmal und das hier einmal. Oh, wir sollten vielleicht mal schlafen. Gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen. Und ich glaube, wir haben soweit alles. Das Eisen können wir hier lassen. Oder wollen wir vielleicht so 10 Stück mitnehmen? Das schadet, glaube ich, nicht. Falls wir uns wirklich unterwegs mal irgendwas basteln müssen. Spitzhacken oder sowas. Die ist ja eh gleich im Arsch. Ich glaube, an Essen reicht das wirklich erstmal. Aber ein bisschen Erde wäre gut. Gravel ist eher so ein Special-Ding. Das braucht man jetzt nicht unbedingt dauernd. Nehmen wir hier mal noch 32. Okay, dann packen wir das hier mal in die Leiste. Und ich glaube, wir sind soweit ganz gut ausgerüstet. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir in die Höhle reingehen, wo wir letztes Mal drin waren. Oder da hinten hatten wir ja noch was Großes entdeckt. Aber ich glaube, wir kundschaften erstmal unsere Höhle hier aus. Das ist ein bisschen klüger. Und ich bin echt mal gespannt, was wir hier noch erleben. Oh, da hinten ist ein Zombie, den sehe ich hier schon. Aber wir werden erstmal hier unten lang gehen. Den anderen Weg, den werden wir irgendwann anders mal einschlagen. Jetzt erstmal hier einmal List, Load List. Dann gehen wir in Dungeon, Incompetech, Incompetech. So, das passt, glaube ich. Sehr schön, dann einmal das Schwert gezückt und jetzt muss ich mich mal orientieren. Ich glaube, da hinten waren wir schon, gell? Waren wir da unten schon? Da unten waren wir noch nicht, oder? Doch, da sind wir, glaube ich, letztes Mal runtergelaufen. Ich möchte mir das jetzt einfach nochmal angucken. Wo ging es da runter? Ach, da ging es auch nochmal runter. Dann schauen wir mal. Da ist keiner mehr, oder? Nehmen wir mal hier die Kohle mit. Und da hinten an der Decke habe ich auch nochmal Kohle gesehen. Aber ich mag das Zeug jetzt noch nicht liegen lassen. Später können wir das gerne machen, wenn wir 2 Tonnen voller Kohle haben. Aber im Moment ist das einfach alles noch sehr, sehr wichtig. Wo ist der denn? Ach, da unten, glaube ich. Der dürfte da nicht hochkommen. Glaube ich jetzt einfach mal nicht. Und wenn doch, wir haben ja eine Rüstung. So schnell dürften wir nicht umkippen. So, wunderbar. Packen wir hier mal eine Fackel hin. Das passt, glaube ich, so. Gut, da werden wir auf jeden Fall gleich runterschauen. Jetzt schauen wir hier nochmal ein bisschen. Alter, wie viel Kohle wir hier liegen gelassen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Da hinten haben wir Gravel. Sind wir da irgendwie vorbeigelaufen? Ich glaube schon, gell? Aber ich möchte das einfach gerade noch kurz auskundschaften. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Ach genau, hier ging es runter. Wollen wir vielleicht erstmal hier runter? Da oben ist nichts, gell? Ich glaube, wir basteln uns hier mal so einen Abstieg hin. Weil ich möchte wirklich die ganze Höhle auskundschaften und nicht einfach nur so ein Teil davon. So, die erste Spitzhacke ist im Eimer. So, mal eine Fackel anbringen. So. Da oben brauchen wir, glaube ich, keine. Das ist ja schon gut ausgeleuchtet oben. Und ich bin echt mal gespannt, was uns hier erwartet. Na, mal gucken. Ich würde sagen, das hier reißen wir auch nochmal raus. Dass wir hier einigermaßen sicher vorbeilaufen können. Und nicht Gefahr laufen, dass wir hier runterfallen. So. Das passt erstmal. Dann packen wir hier noch eine Fackel hin. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Abstieg runterbasteln. Ich bin echt mal gespannt, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich ist das eine Sackgasse. Nee, da ist Wasser. So, da ist Eisen. Das ist übrigens die Eisentextur. Nicht von dem Custom Texture Pack, sondern von dem normalen Sortex Fanware. Bei dem Custom war das ja weiß. Also das werde ich jetzt auch mal so lassen. Ich finde zwar jetzt Eisen braun nicht unbedingt geil, aber... Oh! Ein, Können wir den da töten?
Oder ertrinkt er jetzt da? Ich glaube, er ertrinkt, gell? Soll er von mir aus machen? Stört mich nicht. Müssen wir mal gucken. Wollen wir erst da runter oder erstmal da hoch? Ich glaube, wenn wir hochgehen, ist es ein bisschen sicherer, weil von unten kann eigentlich keiner kommen. Aber ich würde jetzt gerne mal gucken, wo das Skelett hin ist. Ach, da unten ist er, alles klar. Der ist da in der Ecke. Da würde ich sagen, stürzen wir uns da mal runter. So, sehr schön. Und dann heißt es erstmal hochschwimmen. Das ist zwar risky, aber das wird schon irgendwie klappen. Oh, und da oben ist es hell. Okay. Gucken wir mal überall Fackeln hin. Oh. Wollen wir erstmal hier reinschauen oder erstmal ganz nach oben? Ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich kann mich nicht entscheiden, wenn es so viele Wege gibt, die nach Jerusalem führen oder ein bisschen tiefer in die Höhle auf jeden Fall. Ah, cool. Das ist eine Sackgasse. Dann nehmen wir hier mal ganz fix die Kohle raus. Und ich werde jetzt einfach noch ein paar Folgen mit der 125er aufnehmen. Wen das stört. Sorry, ist mir im Prinzip egal. Wir sind sogar fast direkt unter unserem Haus gerade, sehe ich gerade, wenn ihr oben auf die Karte schaut. Ich nehme jetzt einfach noch ein paar Folgen mit der 125 auf, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und ich mag jetzt einfach bis zum Ende der Prüfung ein paar Folgen haben. Vorrätig, dass ich da jetzt nicht, ich sag mal, nicht allzu viel aufnehmen muss, während ich lerne. Dann haben wir halt ein bisschen später was von der 131. Also das sehe ich jetzt nicht so problematisch. Und ich glaube, ein Großteil von euch sieht das auch nicht so problematisch. Allzu viele mega geile Neuerungen gibt es da ja jetzt auch nicht. Hey, da können wir auch noch hoch. Na, hier ist, glaube ich, aber auch nicht allzu viel. Na, wobei, hier geht es doch noch ein bisschen... Nee, Sackgasse, alles klar. Aber ein bisschen Kohle und ein bisschen Eisen, das ist immer schön. Und ich höre hier irgendwo ein Skelett. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Vielleicht stoßen wir ja drauf. Aber jetzt erstmal hier die Kohle. Das ist, glaube ich, hier über uns. 41er Höhe. Hey, da ist nochmal Eisen. Ist das mit dem anderen verbunden, was wir von der anderen Seite gesehen haben? Ich glaube schon, oder? Ja, tatsächlich. Nehmen wir natürlich alles mit. So, die Kohle auch noch. Und ich glaube, wir müssen in unser Lager auf jeden Fall eine Kohletruhe basteln. Dass wir Kohle so als Block bekommen, da brauchen wir ja eine Spitzhacke mit Silk Touch. Dementsprechend, also ich will auf jeden Fall... Das war jetzt zwar ein Fail, aber dann packen wir die Fackel halt da dran. Ich mag so schnell wie möglich einen Enchantment Table. Und dafür brauchen wir Diamanten. Deswegen sollten wir vielleicht nicht oben rumlaufen, sondern auch mal wirklich nach unten. Nee, da ist, glaube ich, gerade ein Skelett drunter. Mal gucken, ob uns hier einer sogar entgegenkommt. Das ist richtig risky, was ich hier mache, glaube ich. Alter, wo sind wir denn hier rausgekommen? Muss ich ja doch ein bisschen vorsichtig sein. Was ist das hier? Ach, das ist die, What the fuck? Alter, was ist das? What the fuck? Was war das denn? Cave O, was ist das? Cave O Grill? Nee. Das sind, glaube ich, diese Wraiths, oder wie die heißen. Alter, leck mich am Arsch. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Die brauche ich wirklich nicht. Was ist das? Flame Wraith? Nee, mag ich nicht. Mag ich nicht. Sowas brauche ich echt nicht. Hör mir auf damit. Ogre sind ja irgendwo noch in Ordnung, aber... Alter, was war das denn? Wahnsinn, das hat mir jetzt echt, das hat mich jetzt echt ein bisschen erschreckt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wahnsinn. Das ist die andere Seite von der Höhle, wo wir reingelaufen sind. Das ist quasi hier der Teil, wo wir von hier reingeschaut haben. So, der Bereich. Jetzt ist die Frage, wollen wir tatsächlich hier schon mal ein bisschen was erforschen? Ich mag, wie gesagt, ein bisschen weiter runtergehen, um eventuell auf Diamanten zu stoßen. Diamanten wären für mich auf jeden Fall geiler. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier hinten runter. So. Alter, wo kommst du denn her?
Hier war das, oder? Irre ich mich? Nee, die Kohle, die nehme ich jetzt nicht mit. Die ist mir zu weit oben. Aber die hier können wir mitnehmen. So. Und da geht es auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter runter. Weil ich mag, wie gesagt, endlich Diamanten haben. Allen voran, um uns endlich ein Enchantment-Table zu basteln. Also wie gesagt, das Erste, was ich machen werde, ist ein Diamantschwert basteln. Rüstung aus Eisen ist erstmal vollkommen in Ordnung. Da brauchen wir jetzt absolut nicht übertreiben. Also so schnell sterben werden wir, glaube ich, nicht. Das ist, na, das war jetzt ein bisschen fail-lastig von mir. So. Ne? So, das passt erstmal. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall wieder runter. Dass wir auch mal wieder ein bisschen Action haben. Vielleicht ein paar Gegner oder so. Was ist da oben? Gar nichts. Nee, da war, glaube ich, Kohle. Genau, da hinten sind wir runtergelaufen, oder? Ja, hier haben wir uns den Abstieg gebastelt. Irgendwo habe ich eine Spinne gehört. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist hier jemand? Oh, da ist das Skelett. Okay. Dann einmal runter. So, dann würde ich sagen, gehen wir diesen Gang da hinten lang. Und jetzt nicht nach oben. Wow, da ist ein Creeper. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Vielleicht sollten wir hier sogar zubauen, dass der hier nicht durchkommt. So, da dürfte kein Creeper durchkommen. Ja, das passt. Alles klar. Dass wir hier zumindest ein bisschen sicher sind. Auf welcher Höhe sind wir gerade? 29, okay. Also Diamant gibt es hier noch nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen tiefer gehen. Aber es gibt ordentlich Eisen hier. Das muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Dann basteln wir mal hier so ein bisschen zu. Ist der schon runtergefallen? Nee. Holen wir uns hier das Eisen noch ganz fix. Der ist doch. Da vorne ist er. Mal gucken, ob wir den so kaputt machen können. Ja. Wunderbar. Sehr schön. So, die Erfahrungspunkte hätte ich gern. Krass, wir sind schon Level 9. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wahnsinn, das geht echt flott. Mal gucken, also ein bisschen was zaubern könnten wir uns schon. Wir brauchen halt jetzt nur diesen Enchantment-Table. So, das passt erstmal. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Hey, da ist Gold. Wunderbar. Und es geht runter. Das ist genau das, was ich möchte. Dann stoßen wir vielleicht wirklich heute noch auf Diamanten. Das wäre richtig geil. So, einmal das Eisen mitgenommen. So. Jetzt gucken wir mal. Alter, da geht's ja richtig tief runter. Nehmen wir hier noch fix das Eisen raus. Und jetzt haben wir draußen schon Nacht, okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein Monster hören, dann muss das nicht unbedingt in unserer Nähe sein, sondern das kann auch über uns sein. Lassen wir hier mal wieder so einen schönen Abstieg hin, dass wir hier so einen sauberen Abstieg haben. So. Müssen wir mal gucken. Da könnten wir uns jetzt so einen Abstieg runterbasteln. Aber ich glaube, wir schauen erstmal. Das ist, glaube ich, ein zusammenhängendes Teil hier, gell? Packen wir da noch eine Fackel hin, dass da nichts spawnt. Hier oben auf den Teilen. Und ansonsten können wir, glaube ich, hier runter, oder? Ja. Okay, ein Skelett höre ich. Und da ist das Skelett, okay. Kommt er hier einmal um die Ecke? Ja, tatsächlich tut er das. So, seht ihr hier irgendwas? Habe ich gerade wieder irgendwas gehört? Nee, das ist wieder Lava. Das sind auf keinen Fall Slimes. Das habe ich jetzt gelernt, dass das keine Slimes sind. Sondern, dass das stinknormale Lava ist, die uns irritieren möchte. Sollten wir vielleicht mal ganz kurz was mampfen. Hallo? Achso, wir können noch gar nichts essen. Ich habe das gerade mit der Dingsanzeige verwechselt, mit der Rüstungsanzeige. Okay, da ist Redstone und Lapis Lazuli. Oder Lazuli, keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Alles klar, dann schauen wir hier mal ein bisschen rum, dass hier alles safe ist, bevor wir hier irgendwas probieren abzubauen. Okay, was haben wir hier unten? Hier oben gar nichts. Das ist einfach nur Gravel, oder? Dann packen wir da mal so eine Fackel hin. Das sind Slimes. Das sind tatsächlich Slimes. Leck mich am Arsch. Das sind diesmal wirklich Slimes. Das sind doch jetzt wirklich Slimes, oder? Nein, das ist wieder Lava. Aber warum schaut die Lava so aus? Ist das ein Fehler? Oder ist das vielleicht von dem Texture Pack so gedacht? Nee, das sind doch keine Slimes. Hm. Dadurch, dass das ein großer Lavapool ist, sind da eben mehr so Lavaviecher rausgesprungen. Und Obsidian hätten wir hier auch. Saugeil, das werden wir aber, denke ich, erst abbauen, wenn wir eine Diamantspitzhacke haben. Aber das Redstone nehmen wir natürlich mit. Leider nur eins, aber hier hinten haben wir was. Wunderbar. Bauen wir uns hier mal so ein safes Teil hin, dass wir da hin können. So, wunderbar. Dann können wir uns da schon mal ein bisschen was basteln. Also Redstone ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Vor allem für unsere Tür können wir uns da schon mal was basteln. Dass beide Türen gleichzeitig aufgehen, wenn wir nur auf einen so einen Trittschalter drauf treten. Das geht ja ziemlich easy. So, hier ist erstmal nichts, alles klar. Die Kohle lasse ich erstmal. Das Eisen möchte ich aber eigentlich mitnehmen. Wir bauen uns hier mal ganz fix hoch. Und das Lapis Lazuli nehmen wir natürlich auch mit. Damit kann man, glaube ich, immer noch nicht allzu viel anstellen. Aber so ein bisschen Wolle färben ist sicher drin. Und blaue Wolle als Teppich oder sowas eignet sich immer gut. So, wunderbar. Es gibt ja in 1.3.1, was wir jetzt hier noch nicht haben, gibt es ja scheinbar auch einen neuen Rohstoff, das man als Zahlungsmittel benutzen kann. Habe ich mich jetzt noch nicht allzu krass auseinandergesetzt damit? Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava falle. Die schaut mir doch ein bisschen sehr neutral aus. Da muss ich, glaube ich, nochmal die andere Textur nehmen. Weil ich hätte jetzt echt Lust, da reinzulaufen. Weil das einfach nicht gefährlich ausschaut. Ich hoffe jetzt nur, dass kein Creeper oder so kommt von da hinten. Ja, das schaut schon safe aus. So, sehr schön. Aber ich will echt langsam mal hier Slimes finden. Das kann doch nicht sein, dass ich wieder alles für Slimes halte, aber wir keine Slimes finden. So, da ist Wasser, okay. Na, die Höhle wird uns auf jeden Fall noch gut beschäftigen, glaube ich. Alter, das ist schon wieder so riesig hier. Okay, da ist eine Spinne und ich sehe sie auch. Ein Skorpion ist auch dort. Wo ist die Spinne? Da ist ein Creeper, Mann. Okay. Okay. Okay, der ist tot. Die Spinne ist, glaube ich, rechts über uns. Da hinten ist nochmal ein Creeper. Na, verfehlt. Okay. Okay. Sehr gut. Die Spinne ist auf jeden Fall hier oben. Deswegen werde ich mal gucken, dass wir uns hier irgendwie hochbasteln. Oder sogar über uns. Nee, da hinten ist sie. Oder ist das ein Skorpion? Ich muss mich mal gerade auf meinen Stuhl setzen. Weil bei diesen Flachbildschirm ist das ja so, dass wenn man von unten auf die drauf schaut, dass das, greift es uns an? Ich glaube schon, dass das Bild quasi dunkler ist, als wenn man von oben auf diesen Bildschirm schaut. So, mal gucken. Da ist ein Creeper-Mann, okay. Pack mal da mal eine Fackel hin. Und dann schauen wir mal, ob wir hier an den Creeper rankommen. Wo ist denn der hin? Kommt der jetzt von rechts zu uns? Ne, hier ist auf jeden Fall keine Spinne. Okay. Wo ist jetzt der Creeper hin? Ist der da runter? Ach, da ist die Spinne. Muss nur aufpassen, dass hier sonst keiner kommt. Gut, der Creeper ist scheinbar runtergefallen. Das ist kein Problem. Nehmen wir mal hier die Erfahrungspunkte. Bin noch ein bisschen unvorsichtig. Ich bin das aktuell noch nicht so gewöhnt. Also falls ihr euch jetzt mit der Hand gegen den Kopf haut, von wegen, Alter, was macht er für einen Scheiß? Möchte ich das entschuldigen? Ich habe da einfach noch nicht die Routine drin. Und irgendein lustiges Viech gibt es ja wohl auch von dem Mo Creatures Pack. Also ein Gegner, der lustige Geräusche macht.
weiß allerdings nicht, welches Monster das ist. Was haben wir hier? Wow, 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 was ist das denn? Sind das diese Golems? Wie viel halten die denn aus? Alter, wie viel hält er denn aus, bitte? Ich würde euch ja jetzt gerne fragen, ob ihr wisst, was das sein soll. Ich würde sagen, diese ganzen Hostile-Mobs, die machen wir mal aus. Das kotzt mich gerade ein bisschen an, weil ich keine Ahnung habe, was da los ist. So, Werwölfe brauchen wir auch nicht. Ogre, Ogre Frequency, Fire Ogre, Ogre Frequency, okay. Das packen wir mal alles auf Hard, dass das eventuell auch gar nicht hier bei uns spawnt. Nee, das kotzt mich gerade an. Warum geht der denn nicht tot? Mache ich irgendwas falsch? Also ich habe keine Ahnung. Alter, hat der viel ausgehalten. Was ist das da oben? Alter, also das ist teilweise echt ekelhaft, was hier für Viecher rumlaufen. Wahnsinn. Essen wir erstmal was. Ich überlege gerade, ob wir das große Viech da hinten noch angreifen sollen, was wir da gesehen haben.